auf dem Schlauch. Ja, aber wie soll ich da hinkommen? Du bist manchmal so... Wenn du das Quadrat nicht drückst, ne? Zwar nicht, ich muss jetzt alle normal lösen. Ne, okay. Ach Gott, was habe ich denn? Wie habe ich das gemacht? Ach so, ja. Nee. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin nicht, nicht. Ich muss mir den Weg freischieben. Der Schlauße. Schlau, aber es besteht Hoffnung für mich. Ich glaube, das hat funktioniert. Es besteht Hoffnung. Voll. So, machen wir erstmal die Tür auf. Alter, manchmal bist du wirklich... Hey, ist da jemand? Nee, hier ist keiner. Mann, scheiß drauf, echt. Was dafür mache ich überhaupt hier? Ist keiner. Das hat er gehört, aber wie der Fahrstuhl runterkam, hat er nicht gehört.
Guck nach vorne. Das sind zwei. Was? Ja, mit dem Schatz. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Ach, hier gibt's gar nichts zu entdecken. Ah, dann ist mir das bei den anderen Sachen wahrscheinlich auch nicht entgangen. Alles meins, her damit. Sehr gut. Ach ja. Ach, Lara. Okay, hier ist es. Das klingt doch schon nach Ärger. Das sieht wie Ärger aus. Und merkt ihr was? Es riecht auch nach Ärger. Es riecht hier so richtig nach Ärger. Statt irgendwas in Funk. Diese Figuren. Nimm das Katana. Krieger. Nimm das Katana. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Nimm das Katana. Bist du das? Warst du so eine Art General? Der antwortet dir jetzt. Pass auf. Du hast Seppuku begangen. Wieso? Weil er versagt hat. Ach, das ist so wunderschön. Ist ein Tanto. Und noch scharf. Nee, ein Wakizashi. Warte mal, wie heißt das mittlere Schwert? Egal. Egal! Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Hm. Die hat Taschen. Die hat geile. Ich hätte auch gern so eine Hose. Scheiße! Ich muss sofort hier raus. Ah!
Stein. Ihr seid so Arschgeigen, ne? Mein Gott. Wie alt ist sie? 20? Ihr Killer, ihr Schweine, ihr Mörder. Muss ich gerade sagen, ne? Na, ihr Idioten? Wie sieht es überhaupt munitionsmäßig aus? Ich hab noch eine Kugel. Nee, gar nicht wahr. Was ein Stress, Leute. Was ein Stress. Aber geil. Ich mag das Spiel. Story-driven, weißt du? Das ist ein geiler Film. Genau passend setzt die Musik ein. So geil. Lara, wo zum Teufel bist du? Oh nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Na klar. Ich muss sofort zurück. Ihr habt Fantasien.
Ich weiß, das ist echt widerlich, aber naja. Achtung, Sie sind am Pier! Das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast aber... doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also... Im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Na komm schon. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Okay. Ich brauche trotzdem noch ein Lager. Freunde. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach. Ja, warte, ich bin gleich bei dir. Hatte ich nicht irgendwas zum... Mir fehlen zwei. Sorry. Ernsthaft. Entschuldigung, oh, dieser Husten quält mich schon seit Tagen. Mann, ey, ich unterdrücke ihn so gut es geht. So, das muss wehtun. Lara, was glaubst du dort zu finden?
Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Mathias von Zen? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir's durch. Okay, los geht's. Nein, du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. So, damit sind wir offiziell erwachsen, ne? Schade, ich hätte gedacht, dass die große Kanone auf dem Boot zum Einsatz kommt. Ich dachte, hier hätte was geblinkt. Aha, Mathias. Sam, Gott sei Dank, sie lebt. Und der gute Doktor. Du Schwein, dich mache ich auch fertig. Was zur Hölle tust du, Windman? Wer sind diese... Die Sturmwache. Leute. Sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar, natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Alter, du bist so eine Pfeife. Was macht das? Das glaubt er nicht wirklich. Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Die Königin! Auf Japanische! Eure, Mein Bruder! Nicht schaffbar. Ja, dieser Husten, verdammt. Gerade jetzt, wo ich mich konzentrieren muss. Idiot. Bringt das was?
Wer lässt ihn nicht anzünden? Warum? 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 Kann ich da hinspringen? Versuchen wir es nochmal. Nein. Ich hätte mich ja daran festgehalten. Okay, okay, okay. Oh, warte mal. Doch, klar. Du bist so ein Depp. Ach du Scheiße. Schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin? Das sind eine Menge. Die werden mir so den Arsch aufreißen, die Samurai. Samurai. Weil, es sind keine Ronin, weil die Königin lebt ja irgendwie noch. Irgendwie. Scheiße. Sei still, Lara. Ach du Schande. Alter Vater. Das nimmt ja kein Ende. Doch, hier kommen die letzten beiden. Alter, die ziehen den nie.